Ja, schön, dass Sie mal wieder zum Motokoi-Blog reinschauen. Heute wieder mit Makoto. Wir sind an einem Kundenteich, der Ihnen bekannt ist, hinten mit der schönen Raucherkabine, auf die ich übrigens sehr oft angesprochen werde, wenn mir Leute vom Blog erzählen und dann von den Teichen, dann sagen sie, ja, und der eine Teich, der ist so absolut cool. Das wünscht sich ja eigentlich jeder, ob er raucht oder nicht raucht. Man muss ja in einer Raucherkabine nicht unbedingt rauchen, man kann einfach nur chillen. Und also einer der Teiche, der Ihnen wohl bekannt ist. Ich habe gerade gefragt, ich konnte es nicht mehr einschätzen, wie alt der Teich jetzt ist, aber es sind genau 5 Jahre. Und in den 5 Jahren ist ja natürlich einiges passiert. Es sind ausschließlich zu 100% nur Konishi-Koi reingekommen, nur über unsere Quarantäne. Und ich muss sagen, wenn ich mir mal überlege, der Zeitraum von 5 Jahren und die Anzahl an Fische und die Menge an Futter, die hier reingeflogen ist, und es gab nicht einmal ein wirkliches Problem mit einem Koi. Wir hatten einen Tumor, ja. Vor Tumor sind wir alle nicht gefeit, also jetzt wir hoffentlich schon, aber nein, sind wir auch nicht, aber Koi-mäßig. Aber es gab nie bakterielle Probleme oder sonst irgendwas. Der Teich wird von Dr. Sandra Lechleiter überwacht. Sie kommt 1-2 Mal im Jahr, macht Parasitenabstriche und ansonsten läuft der Teich wirklich perfekt vor sich hin. Gebaut von Genesis, ist Ihnen glaube ich auch noch bekannt, und gefüttert wird dieses Jahr, ich habe gerade gefragt, jeden Tag 2 Kilogramm Konishi Number One. Und es ist jetzt natürlich so, für Makoto war das, oder ist das, super interessant. Wie sich die Fische entwickelt haben. Jetzt fangen wir gerade zum Beispiel einen Showa raus, der, wo im letzten Jahr schon begeistert war. Das war auch, als der Koi hierher kam. Kam er nicht aus der Klasse der super, super, super Tategoi. Der kam als einer der ersten hierher. Sondern das war eher einer, wo sich Makoto im... wo sich Makoto im Juni bei der Nissai Ikeire dazu entschloss, ihn doch aus der Gruppe der Kashida Mawari rauszunehmen und in Verkauf zu geben. So, hier in dem Teich hat er sich wahnsinnig entwickelt. Wir sind jetzt natürlich gespannt, wie groß ist er geworden. Ich glaube, letztes Jahr war er dann so um die 80 cm. Ich schätze mal, er geht jetzt auf die 85 zu. Wasser sieht toll aus. Irgendwann, am Anfang war der Biofilter für das, was hier dann irgendwann mal an Futter reingeflogen ist, war der Biofilter zu klein. Der wurde letztes oder vorletztes Jahr wurde der aufgerüstet und jetzt kann man locker 2 Kilo füttern. Wobei gestern Abend saß Michael Rupp mit dem Besitzer zusammen auf eine Zigarre und dann haben sie schon wieder ausgeheckt, wie sie die Anlage noch weiter pimpen und verbessern können. Makoto, anata no saishu no inchou wa dou desu ka? Mizu ga ii ne. Also sein erster Eindruck war, das Wasser ist gut und das ist das, was ich Ihnen schon oft gesagt habe. Koi können am Ende, was Schönheit angeht, immer nur die Schönheit des Wassers wiedergeben. Und wer es schafft, ein wirklich weiches, schönes Wasser, das der Japaner Konare Misu nennt, den Koi anzubieten, dann wird er irgendwann merken, dass auch die Koi diese wirklich schöne, weiche Haut haben. Und dann noch Koi? Tanshoshowa. Tanshoshowa? Also wir haben eigentlich gesagt, wir wollten die 3, die jetzt schon drin sind. Jetzt fängt er noch ein Tanshoshowa, weil da haben wir gerade wirklich gesagt, wow, was für ein geniales Schwarz. Und den will er jetzt auch noch anschauen. Er hat gerade auch einen Karashi in dem Teich gesehen. Da schwimmen einige. Und da wollte er wissen, wann der gekauft wurde, in welchem Alter. Und ich habe dann gesagt, ich glaube, den haben wir als Tosai hierher geholt. Und dann sagt er, gigantisch genial. Wenn der jetzt in Japan wäre, der würde nach Yamaguchi gehen. So. Esa no yarukoto wa 1日 ni 2 kilo. Are wa osugiru? Suku na sugiru? 2 kilo 1日 ni. 2 kilo dattara chotto sukunai yona kiga suru kedo. Chotto sukunai ne. Also, das habe ich schon befürchtet, die Antwort. Ich habe gerade gesagt, dass am Tag hier bei der Menge an Fisch, die drin ist, die haben Sie jetzt natürlich gesehen, dass da 2 Kilo gefüttert werden. Und dann sagt er, das ist ein klein bisschen zu wenig. Also da könnte man schon auf 3 Kilo gehen. So, jetzt sehen Sie hier einen Sanke, den haben wir letztes Jahr auch schon während meines Japan-Aufenthaltes vorgestellt. Das ist die japanische Top-Klasse. So, und das ist auch nicht geflunkert. Das ist der Fisch, wegen dem sein Vater extra auf die Farm hochgegangen ist, um ihn zu sehen.
あの恋のために社長はファンに行きましたね。そうね、自分で見てみたい。Also deswegen ist sein Vater extra auf die Farm hochgefahren, er ist ein ausgesprochener Sanke-Liebhaber. Und wenn Sie sich das schwarz anschauen und wenn Sie irgendwann mal einen Koi im Teich haben, der dieses Schwarz hat, oder nicht einen Koi, sondern Sanke mit diesem Schwarz, dann können Sie sich von ihm zuschreiben. Auch die Zeichnung ist super, das Rot ist super. Also Sumishi zwar, kein Peggy das, ne? Sugoi. Also ich habe gesagt, das Schwarz ist perfekt. Und er sagt Sugoi, das heißt großartig. Setsu Suruko no Modaijobu, ne? Daijobu, daijobu. Und er war letztes Jahr, war glaube 63 roundabout, wo er kam. Und jetzt schauen wir mal, was wir mit Konishi No. 1 hier in einem Jahr erreicht haben. Checko ni gashimasu. Hakatte kudasai. Sanke kara. Sanke kara, ne. なった。ね。75。45。4プラス3。うん。何も。何もプラス。それはゼロから。ああ、これは大丈夫なんですね。うん。74。うん。そう、大体抽選時大きくなったね。前何歩だったの？67とかじゃなかった。ない。60。Wie groß war der letztes Jahr?Also Makoto meint jetzt, er sei bei 67 gestartet, ich glaube 63 ungefähr, aber das spielt jetzt auch nicht die ganz große Rolle, also der hat ein gigantisches Wachstum hingelegt, auch das Volumen, Volume OI, ne? Volume OI, ja. Auch das Volumen, schauen Sie mal, das heißt Marusome Kiwa, wenn das Rot der Außenkante der Schuppe folgt. Warte mal, Marusome Kiwa, ne? So, das hier. Das heißt Marusome Kiwa. Also, das ist eine Sensation von allen Belangen. Hm? Ah, also er kam mit Rokuchusan, Senjikara. Also der hat 12 cm hier gemacht. Und das ist einer der Gründe, weshalb Makoto jetzt schon beim Besuch anderer Kundenteiche, die mit No. 1 ausschließlich arbeiten, wenn er die Entwicklung gesehen hat, dass er jetzt auch Konishi No. 1 importieren wird. Und das ist das Höchste, wenn er ihn selber fotografiert. Das heißt, er will den Fisch seinem Papa zeigen. Schaut schon, das haben wir, ne? Der Akimoto. So. Er sagt gerade, gutes Tsubosumi, also der Schwarze auf weißer Haut. Und da sieht man, dass es richtig tief ist, das Schwarz am Sumigiwa. Sumigiwa war Fukai, ne? So, so, so. Und das ist wie Sumisashi. Hier in dem Bereich, das ist wie das normale Sashi, wo man beim Rot sagt, das schwarze Sashi, da sticht eine schwarze Schuppe unter eine weiße ein. Und da sieht man, wie das durchscheint. Und das ist ein Indikator dafür, dass es sich um ein absolut perfektes Sanke-Beni handelt. Hey, Mutterstörnigkeit. Zugi war Showa. Als nächstes machen wir den Showa. Wie gesagt, der kam hier mit rund 50 cm an. Den hatten wir auch schon ein paar Mal im Block. Und mir ist jetzt vor ein paar Tagen, als ich hier war, aufgefallen, dass er sich am Kopf total verändert hatte. Schauen Sie mal das, die perfekte Entwicklung an. Was der für eine Kopfzeichnung hat. Also 83, 84 hat er jetzt perfekten Body. Wollen ihm was über Schiene. Ichiban tsuyoi tokoro wa nan desu ka? Karada da ne. Karada. Also ich habe gerade gefragt, was der stärkste Punkt dieses Showa ist, dann sagt er die Körperform. Nibama? Sumishitsu. So, so, sumi ga ii. Zweitstärkster Punkt, die Schwarzqualität. Und an Platz 3, Samban wa Benishitsu, Yomban wa Moyo. So.
Der kam mit 40 cm, wie ich gerade gehört habe, und ist hier auf 84 jetzt gewachsen. Klar, ein Showa mit komplett schwarzem Schwanzstiel, das ist sicherlich ein Nachteil für einen Showa, aber ganz ehrlich, wen interessiert es beim Koi dieser Größe und dieses Volumen? So, jetzt ist dein Handy auch noch ins Wasser geflogen. Glückwunsch auch. Hi, Modeste. Hi. Auch den fotografiert er. Schaut schon in die Tamme. So ist. Hey, ein bisschen zärtlicher. Zugiwa. Passiert nichts. Zugiwa Goschki. So. Und genau dafür, oder aus genau diesem Grund, kann ich mich für die Varietät Goschki begeistern. Schauen Sie sich mal dieses Himbeerrot an. Furui Sanke no Beni no Yona, ne? So, ne. Und wenn Sie sich dieses Himbeerrot anschauen, immer Nambo? 67, kann ich. Oh, Hachi. Nana Hachi. 768 ist er jetzt gewachsen. War damals einer, vor 3 Jahren, als er hierher kam, einer der besten Tategoi. Und das aufgrund von der Zeichnung und Qualität. Und schauen Sie sich das Rot an. Anobini war Kampeki, ne? Mhm. Und dieses Rot ist auch absolut perfekt. Es fehlt ihm momentan ein bisschen am Körper. Chotto hosoi, ne? So, na ne. Demo Goschkin und haben wir immer Daichobu. Also er sagt, er ist ein bisschen schlank, wobei man darf natürlich Goschki nicht mit Kohaku Sanke Showa gleichsetzen. Also ist auch ein fantastischer Koi. Himbyokai de tsuyoi desu ka? Himbyokai tsuyoi. Chotto moyo ga chotto ne. Kochi ga gattara ii kedo. Also er sagt, was Ausstellung angeht, wird es nur den Nachteil geben, dass er hinten in dem Bereich, wo er jetzt gerade an die Wand drückt, im hinteren Bereich, dass er da einseitig gezeichnet ist. Aber von der Qualität her wird es da keine Probleme geben. Also auch absolut gigantischer Koi. Hey, Zugiwa Tancho. Hey, chotto matte. Ist noch nicht fertig. Dann haben wir am Schluss noch der Tancho Showa, wo ich Ihnen vorher schon sagte, dass er ein geniales Schwarz hat. Und schauen Sie sich mal die Motoguro an. Und das ist das, was ich schon oft erklärt habe, wenn das Motoguro nicht auf dem ersten Hartstrahl vorne drauf ist, so wie hier, dann handelt es sich in sehr vielen Fällen um einen sehr guten, um ein sehr gutes Sumi. Und so auch bei ihm. Ne? 71 kam mit 57 hierher, letztes Jahr, glaube ich. Ja. Also er hat jetzt in 1,5 Jahren hat er 14 cm gemacht, das ist ausreichend. Eramon Daijobu? Ja, Daijobu. Auch die Kiemen sind gut, gerade in Teichen, wo man die Koi auf Wachstum hält. Hat aber Kiemen, ne? Sollte man immer wieder mal die Kiemen anschauen. Das ist die Schwachstelle und Makoto sagt, neben dem super Schwarz ist die Haut noch sehr schön. Hat aber Hondo Nishiroi, ne? Und die Haut ist wirklich schön weiß und auch ein toller Tategoi, Madai Tategoi, ne? Hi. Also, so, und jetzt gucken wir so noch ein bisschen in den Teich. Hi, das steht. Hier unten haben wir einen Nanashi, auch der von ersten Minute da ist, der dürfte jetzt an die 90 gehen. Muss ich ihn erstmal scharf stellen. Der geht jetzt an die 90 cm. Hat aber bis heute noch kein Gelb entwickelt. Das ist ein Geschwister, der Asagi. Wurde von Makoto vorher auch erwähnt, dass er sich sehr toll gemacht hat. Er hat bis letztes Jahr noch so ein bisschen eine ballonartige Körperform gehabt. Das hat sie jetzt rausgewachsen. Seit diesem Jahr wirkt er lang. Und dann haben wir jede Menge.
einen wirklich guten. Tadigoi. Jetzt gerade den einen Karashi am Suchen. Ja, er hier war's. Der Karashi hier kam als Tosai nach Deutschland, hat jetzt um die 80 und von Makoto als vom Körper absolut besonders eingestuft. Wahnsinniger Shusui hier. Makoto bringt hinten alles wieder in Ordnung. Hi Makoto. Hi. Anata no ima no inchō wa? Ima no inchō. Hi. Ano mae no. Hi. 1 nen kan ni. Ano ike wo yokunatta? Yokunatta. Also er sagt, das letzte Jahr hier ist sehr gut verlaufen, wenn er sich die Entwicklung, die Gesamtentwicklung der Koi anschaut. Gibt's nix. Kasu ga chotto sukunaku natta. Sono hou ga ii. Also er sagt, er würde die Zahl der Koi etwas verringern und das Potenzial dann wirklich nur auf die setzen, die jetzt wirklich auch das Potenzial haben, in die Jumbo-Klasse zu wachsen. Und wie eingangs schon gesagt, der Kunde saß gestern mit Michael Rupp zusammen, der setzt lieber auf noch mehr Filtertechnik, noch einen leistungsstärkeren Filter, um wahrscheinlich mit der Anzahl weitermachen zu können. Hi, arigato gozaimashita. Hi, arigato gozaimashita.